Leute, wo bleibt hier die Vernunft in diesem Land? Ich muss morgen, wenn ich einkaufen gehe und einen Bekannten treffe, ich darf einkaufen ohne, also mit Maske und so weiter, so wie ich jetzt auch tue, treffe einen Bekannten, der sagt, gehen wir einen Kaffee trinken, dann kann ich sagen, nein, kann ich nicht, weil ich bin nicht geimpft, ich bin jetzt nicht, habe keinen aktuellen Test in der Tasche und ich hatte Corona noch nie. Ja, wo sind wir denn? Dieser grüne europäische Pass dient dazu, zwischen den Staaten, jetzt in den nächsten Wochen und so weiter, und da braucht es für mich auch keinen digitalen Pass, sondern so wie es Mallorca und andere Länder hier schon lange tun, dass man einfach, wie wir es jetzt auch beim Grenzübertritt Italien-Österreich haben, einen Nachweis zu bringen hat. Okay, aber dass wir noch hergehen, alle im Land müssen den Nachweis erbringen, um ins Restaurant oder andere oder bei anderen Gelegenheiten am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ihr Landesrat Schuler, gut, dass du jetzt da bist und auch dieses Interview erklären kannst. Also wir verlassen hier den Weg der Vernunft komplett und werden mit Maske, mit Abstand, so wie wir es jetzt schon machen, zusätzlich noch getestet, geimpft oder genesen sein müssen, um einen Kaffee auf der Terrasse in Abstand trinken zu können.